Lebanon is ending the year in a state of large explosion in Lebanon's capital Beirut. It appears that this explosion now Syrian President Bashar al-Assad has been traveling again. In der türkisch-syrischen Grenzregion spitzt sich die militärische Lage nach dem schweren Erdbeben dramatisch zu. Aus Syrien und der Türkei werden immer mehr Opfer gemeldet. Herzlich willkommen bei Was uns bewegt am Freitag. Der Mai ist der internationale Mental Health Awareness Monat, also der Monat, in dem wir uns ganz besondere Gedanken machen sollten und uns besonders bewusst sein sollten unserer mentalen Gesundheit, die ja auch wahnsinnig wichtig ist. Und das tritt selbst in unseren Zeiten und in unseren Breitengraden immer mehr in den Hintergrund. Und umso mehr ist das natürlich so auf der Flucht, wobei die mentale Gesundheit nirgendwo so sehr in Gefahr ist, wie wenn man etwas so Traumatisches wie Krieg und Flucht erlebt. Wir merken das in den Camps immer wieder, wie sehr Menschen eben auch psychisch unter den Erfahrungen leiden. Nicht nur, dass sie schwere Verletzungen durch Bombardements, Giftgasanschläge etc. Davontragen, nur in Anführungszeichen, sondern dass sie eben auch über Jahre hinaus schwer traumatisiert sind und schwere Schäden ihrer mentalen Gesundheit davongetragen haben. Und das ist oft sehr, sehr viel schwieriger zu therapieren. Und es ist sehr viel schwieriger, den Menschen zu helfen, als in diesen scheinbar greifbareren Dingen. Und es ist uns deswegen ein großes Anliegen, vor allem die Kinder von klein auf in der Traumatherapie zu begleiten. Unsere Lehrer haben eine gesonderte Schulung bekommen, auffälliges Verhalten zu erkennen, das auf erlebte Traumata hinweist und richtig zu reagieren. Und auch die Fälle, die eben fachmännische Betreuung brauchen, wo es nicht mehr reicht, dass durch Kunsttherapie oder Ähnliches das in der Schule aufgefangen wird, sondern wo wirklich die Kinder einfach einen Therapeuten brauchen, um dieses oft posttraumatische Stresssyndrom abzubauen und ihre Traumata abzuarbeiten, denen versuchen wir dann natürlich auch diese Therapie zu ermöglichen, obwohl das im Libanon unglaublich schwierig ist. Auf der positiven Seite steht, dass wir ganz oft merken, dass die Schule an sich einen wahnsinnig therapeutischen Effekt auf die Kinder hat. Dass die Kinder also wirklich ab dem Moment, wo sie wieder diese Normalität in der Schule erleben, wo sie Alltag erleben, der sie an früher erinnert, auch wenn das die Schule jetzt in einem Zelt ist und wenn das Zuhause jetzt in einem Zelt ist, aber es bleiben trotzdem alte Rituale erhalten, wie Hausaufgaben oder sich morgens auf den Schulweg machen und so weiter. Das allein ist für ganz viele Kinder schon wahnsinnig therapeutisch, der Austausch mit anderen Kindern in der Schule, die sinnvolle Beschäftigung. Und dasselbe gilt natürlich für die Erwachsenen. Viele, viele Frauen haben sexuelle Übergriffe erlebt, sind Witwen, haben ihre Männer im Krieg oder auf der Flucht verloren, sind jetzt alleinerziehend in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in einer Religion, in der alleinerziehend eigentlich gar nicht wirklich stattfinden darf. Und auch die Frauen profitieren wahnsinnig von unseren Women's Workshops, davon einfach gemeinsam mehrere Stunden jeden Tag zu handarbeiten und sich austauschen zu können, zu sehen, ich bin nicht allein. Das fungiert fast wie eine Selbsthilfegruppe. Also wir versuchen da an ganz vielen verschiedenen Punkten anzusetzen und den Menschen das Erlebte erträglicher zu machen, nicht nur in den ganz greifbaren Dingen, wie ihr hattet, viel zu wenig zu essen, wir geben euch was zu essen. Ihr friert, deswegen geben wir euch einen Ofen, sondern auch in der Hinsicht, dass wir sehen, ihr habt Schreckliches erlitten und ihr braucht Hilfe dabei, das gesund zu verkraften, die Kinder und die Erwachsenen. Und wir versuchen alles, was wir können, dazu zu tun. Und dank Ihrer Hilfe ist das auch nach wie vor möglich und hoffentlich auch weiterhin möglich. Also vielen Dank für Ihre Spenden. Lebanon is ending the year in a state of large explosion in Lebanon's capital Beirut. It appears that this explosion now Syrian President Bashar al-Assad has been traveling again. The president in Syria nearly 10 years ago turned into a full-scale civil war. More than 380,000 people have died.